Freunde, jetzt schauen wir uns noch ganz kurz Zinnewitz an. Wir waren zwar schon ein paar Mal da, aber jetzt mal so richtig schön ruhig. Im Herbst ist das schon was ganz anderes, ne? Anna! Hier sind schon überall die Strandabgänge. Aber wir gehen erstmal vor zur Seebrücke. Hier seht ihr die ganzen Hotels an der Promenade. Ja, ist schon klasse, ne? Nichts los. Ruhe pur. Jetzt zur Sinatra Bar, Cocktailbar. Which steps? Only wenn das Apparat steht ab. Das käme aber auch so wieder da hin. Ne, das Panorama-Restaurant von Zinnewitz. Muss ich doch mal unseren Gartennachbar Steffen fragen, ob da schon mal ein Zinnewitz war. Der alte Haudegen. Nächste Woche sehen wir uns wieder. So Freunde, das ist hier die Hauptstraße und die führt hier zur Seebrücke. Da ist im Sommer richtig viel los, aber heute auch nicht wenig. Ne, 4. November. Respekt. Ja, da seht ihr mal, Tommy kann relativ schnell sein. Und so wie es aussieht, will er nicht auf die Seebrücke, er will in den Sand. Na, im Camper hat er nicht so die Zeit, auf dem Boden rumzusitzen. Und das ist ja sein Lieblingssport. Naja, warten wir es mal ab. Ja, dann schaut euch halt mal die Seebrücke von unten an. Hat auch was, oder? Da hinten ist die Tauchgondel. Da kann man gegen Bezahlung unters Wasser gehen. Sozusagen abtauchen. Habe ich noch nie gemacht. Ja, keine Ahnung, was man da sehen soll. Drei Heringe, trübes Wasser. Müssen wir nicht haben. So, und Atom sieht überall das Gras dort. Rupft sich seine Plätzchen raus und sitzt im Sand und genießt den Ausblick an die Ostsee.
Und gemütlich? Sehr. Tommy, gemütlich? Ja. Ja, genießt. Das ist schön, ne? Nasser, kalter Sand. Feuchte Hose. Ja, Anna hat sich Usedom-Socken besorgt gestern. Ist sie ganz stolz. Darf ich mir jede Stunde anhören? Ja, auch stolz. Ja, Kaufer stolz. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Tolle Socken. Liebe Freunde, hier gleich mal noch was Informelles. Und zwar geht es um Kommunikation. Ne? Und wir sind so happy, dass jetzt bereits über 100 Leute unseren Kanal abonniert haben. Und da kommen natürlich jetzt auch schon ein paar Anfragen und Leute wollen mit uns telefonieren oder chatten und so weiter und so fort. Und das ist ja auch wichtig, gerade auch für uns, gerade in Bezug auf Autismus oder auch über den Wenden, ne? Sich auszutauschen und Anregungen zu geben, Tipps zu geben. Dafür sind wir jederzeit offen und geben natürlich unser Wissen auch gerne weiter. Und deswegen findet ihr in unserem Links jetzt einen Blog, da ist ein Podcast enthalten. Da könnt ihr mit uns chatten, ihr seht die neuesten Bilder oder Videos, Ankündigungen. Ja, und für dich, schwarze Taste, deine Antwort kommt heute noch im Video. Aber weiter hinten. So, schwarze Taste, jetzt kommt deine Antwort. Und zwar, im letzten Video hast du mich gefragt, was ich so auf der Insel Usedom getrieben habe. Ja. Ich habe da 5 Jahre gelebt, und zwar in Kosovo, und habe dort mit Freunden in der Saison, also ne, von Mai bis Oktober, einen Wohnmobilstellplatz betrieben mit Autokino, das einzigste Autokino in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und Kiosk und so weiter und so fort. Alles direkt am Strand. War eine wunderschöne Zeit. Ne? Und deswegen fahren wir jetzt immer noch jedes Jahr dorthin, besuchen unsere Freunde, verbringen dort unsere Zeit. Und vielleicht geht es mal wieder für längere Zeit dort hoch. Auf jeden Fall für uns Silvester, ne? Mit Camper und Freunden. Ne? Und alle weiteren Fragen und Antworten immer raus damit. Und könnt ihr auch gerne auf den Blog schreiben. Ne?
Ja, Freunde, als Camper muss man auch mal Wäsche waschen. Ne? Jetzt sind wir im Waschsalon. Tom findet es nicht so nice. Der will raus. Aber wir müssen halt auch mal Wäsche waschen. Ne? Und da sind Waschsalons natürlich richtig cool. Aber man hat natürlich auch auf vielen Campingplätzen, aber wir wollen eigentlich nicht so auf Campingplätzen, Waschmaschinen. Also machen wir so einen Waschsalon. Muss der Tommy halt mal durch. Ne? Das sind jetzt noch 20 Minuten, dann tun wir sie noch trocknen. Und dann ist fertig. Wir sind übrigens in Zinnowitz. Auf der Insel Usedom. Ein sehr schöner, kleiner, süßer Waschsalon. Wenn das Wetter mitspielt, kann man auch mit draußen sitzen. Sich einen Kaffee machen. Naja. Fürs Next ist gerade der Automat kaputt. Aber man könnte auch eine Zeitung lesen. Schon beeindruckend, so ein Waschsalon. In 10 Minuten ist schon die ganze Wäsche trocken. Fetzt. Erst wie Fernsehen gucken, ne? Freunde, wir sind in Zinnowitz, haben gerade unsere Wäsche gewaschen. Ihr seht, das Wetter ist hervorragend. Wie viel Grad haben wir? 15? Kaum Wind. Nur eine leichte Brise, dass da Drachen hochsteigt. Naja, und hier die zwei Gurken. Die eine spielt Handy, der andere mit Grashalm. Die genießen die Zeit. Und das sollten wir auch, weil bald beginnt das normale Leben wieder. Jetzt geht los. Anna mit seiner Mama. Ich glaube, die Anna hat mehr Angst als Atom. Na gut, wir haben Startprobleme. Aber jetzt geht los. Ja. Oh. Schön. Anna hat mehr Angst. So, jetzt geht es zur zweiten Runde. Tom gefällt das so gut, er will immer weiter rutschen. Ne? Ja, Erdbeerhof ist gut gefüllt. Und ab geht's zur nächsten Runde. Ja! Willst du auch? Nee. So, Anna und Tom, Runde Nummer 3. Also ich glaube, bei Atom gibt es heute nonstop. Wir rutschen hier, bis es dunkel ist. Hey! Ui. Hier Ziege, das ist Tommy. Kannst ja mal gucken. Was sagst du dazu? Mäh. Nee. Ja, Anna. Oh, der ist cool hier. Der Ziegenbock. Lass mal nachgucken, ob das ein Bock ist. Oh. Ui. Was ist da? I want to
gleich gibt's Suppe. Was? Suppe. Mhm. Süppchen. Ja.